Heute für euch, warum Lord Voldemort seinen eigenen Zauberstab so sehr verachtete. Das und mehr jetzt in diesem Video. Lord Voldemort ist zweifelsohne einer der bekanntesten und bösesten Charaktere aus der Harry Potter Geschichte. Und ich wette darauf, dass kein einziger Harry Potter Fan den Zauberstab des Dunklen Lords nicht erkennen würde, wenn er vor einem wäre. Voldemort war äußerst mächtig und blieb seinem Zauberstab für den Großteil seines Lebens treu. Gegen Ende der Bücher entwickelte er jedoch eine Abneigung gegen seinen Zauberstab und empfand Erleichterung, als er ihn durch den Elderstab ersetzen konnte. Es ist bekannt, dass er einen anderen Zauberstab benötigte, um Harry Potter zu besiegen, aber der Dunkle Lord wollte auch einen anderen Zauberstab und brauchte nicht nur einen. Im heutigen Video werde ich erklären, warum Voldemort am Ende seinen ursprünglichen Zauberstab so sehr verachtete. Und es gibt eine Reihe von Gründen, die ich hier aufzählen werde und erklären werde. Vor allem meine eigene Theorie am Ende. Also bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt loslegen. Der Originalzauberstab von Lord Voldemort war definitiv nicht gewöhnlich, sondern befand sich am oberen Ende des Machtinventars. Sein Kern bestand aus der unglaublich seltenen Phönixfeder, einer von zwei Federn, die vom gleichen Phönix gespendet wurden. Außerdem besteht der Zauberstab aus Eibenholz. Dieses Holz ist ziemlich schwierig zu bearbeiten, da es normalerweise viele Äste hat, was zu einem hohen Verschnitt führt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Voldemort vollbrachte mit diesem Zauberstab ein unglaubliches Festmahl der Magie und nutzte ihn über 60 Jahre lang ohne jegliche Probleme. Sogar seine Horcruxe hat er damit erschaffen. Dieser Zauberstab war wahrscheinlich die einzige konstante Sache, die all die Jahre an seiner Seite blieb und für ihn Bedeutung hatte. Doch der Dunkle Lord betrachtete ihn schließlich mit Abscheu, da er so lange zuverlässig gewesen war und ihn nun mehr als einmal im Stich ließ, wie wir wissen. Voldemort duldete kein Versagen, aber noch beunruhigender für ihn war, dass seine eigene Magie nicht ausreichte, um die aktuelle Magie zu überwältigen, die ihn daran hinderte, Harry Potter zu töten. Und das machte ihn noch wütender als zuvor. Es frustrierte ihn, dass er andere Maßnahmen ergreifen musste, um den Sieg zu erringen. Was ihn aber noch mehr frustrierte, war die Tatsache, dass er die Magie nicht durch seinen eigenen Zauberstab kanalisieren konnte, der ihm, wie ich bereits sagte, über die Jahre sehr gut gedient hatte. Es ist bekannt, dass ein Zauberstab keine Magie erschaffen kann, er kann sie nur kanalisieren. Je besser die Komponenten des Zauberstabs sind, desto zuverlässiger und mächtiger ist er. Es wird auch angedeutet, dass Zauberstäbe zwar nicht denken und fühlen können, aber wir werden irgendwie dazu gebracht zu glauben, dass sie es können, und es wird als eines der Geheimnisse in der Überlieferung betrachtet. Ich persönlich glaube, dass J.K. Rowling uns mit dieser Geschichte Kopfschmerzen bereitet. Dieser Bereich scheint unterentwickelt zu sein und hätte ein wirklich interessanter Nebenbereich von Harry Potter sein können, wenn mehr Aspekte eingeführt worden wären. Nicht unbedingt, dass mehr Mühe investiert worden wäre, sondern einfach ein bisschen mehr Informationen über das gesamte Gebiet. Jedenfalls betrachtete Voldemort die Magie nicht in Schwarz und Weiß. Die normalen Regeln oder Grenzen galten nicht für ihn. Er wusste, dass es logisch war, ein gewisses Maß an Wissen zu haben, aber es war nicht wichtig oder einflussreich genug für ihn, um sich darin hochqualifiziert zu fühlen. Für ihn ergab es Sinn, dass man in Verbindung mit dem richtigen Zauberstab die Tür zu endlosen Möglichkeiten öffnen und die maximale Macht erlangen konnte. So empfand er über seinen Zauberstab, bis er ihn tatsächlich im Stich ließ. Ausgerechnet in dem Moment, als es am wichtigsten war, auf dem Friedhof. Der Dunkle Lord war gerade an die Macht zurückgekehrt. Er rief seine Todesser zusammen, schimpfte mit ihnen wegen ihrer mangelnden Beteiligung bei der Suche nach ihm und ihrer Hilfe. Dann behauptete er erneut seine Herrschaft über sie, und jede Frage nach seiner Macht würde nie wieder gestellt werden, nachdem er Harry Potter direkt vor den Augen seiner Gefolgschaft getötet hätte. Leider, für Voldemort, lief es nicht wie geplant. Der Junge entkam und ehrlich gesagt, es war irgendwie peinlich für den Dunklen Lord. Seine erste Tat nach der Rückkehr scheiterte vor aller Augen, was ihn verärgerte. Die Zwillingskernsituation der Zauberstäbe konnte nicht von ihm manipuliert werden. Ja, die Kerne mögen Zwillinge gewesen sein, aber die Materialien waren unterschiedlich. Die Zauberstäbe waren nicht gleichwertig und einer war dem anderen weit überlegen. Selbst der von Voldemort benutzte Zauberspruch Avada Kedavra, der tödliche Fluch, angetrieben von Voldemorts Hass und seinem Willen, Harry zu töten, wurde durch den Expelliarmus-Zauber von Harry zurückgehalten. Nichts sollte eigentlich in der Lage sein, den Tötungsfluch abzublocken, jedenfalls kein anderer Zauber. Er akzeptierte die Situation, beschuldigte jedoch seinen Zauberstab, dass er seine Magie nicht richtig kanalisiert hat, da sie ihm weiterhin im Stich ließ.
Ein Jahr später gelingt es Voldemort im Atrium des Ministeriums nicht, Dumbledore zu besiegen, obwohl Voldemort voll überzeugt war, Dumbledore an dem Tag auszuschalten. Jetzt verstehe ich, was ihr alle sagen wollt. Es gibt bereits etablierte Gründe dafür, dass er auf dem Friedhof und im Atrium gescheitert ist, aber hier liegt das Problem. Voldemort erwartete, dass seine eigene Macht diese Gründe maßlos übertrumpfen würde. Sein erster Zauberstab war kein Grund für ihn zu denken, dass etwas nicht funktionieren könnte, jedenfalls bis zu seinem Scheitern. Sein Ego und seine Arroganz waren derartig außer Kontrolle geraten, dass er sich nicht mit der Tatsache abfinden wollte, dass er einfach nicht siegen konnte. Sein Zauberstab war eine ständige Erinnerung daran, dass seine Magie allein nicht stark genug war, um die Magie zu bekämpfen, die ihn daran hinderte, Harry Potter zu besiegen. Als er schließlich den Elderstab erlangte, dachte er, er wäre unbesiegbar. Er war überzeugt davon, er habe die Macht in sich, jeden Zauberer mit dem Elderstab zu besiegen. Es ist ziemlich passend, dass seine letzte Amtshandlung als Voldemorts alter Zauberstab darin bestand, ihn zu seinem Ersatz zu führen und das versiegelte Grab von Albus Dumbledore zu öffnen. Doch was ist eigentlich mit dem Zauberstab passiert, nachdem er den Besitz des Elderstabs übernommen hat? Was geschah mit dem Zauberstab nach seinem Tod? Nun, hier ist meine Theorie dazu und was ich dazu gefunden habe. Der Zauberstab wurde zuletzt im Malfoy-Anwesen gesehen. Ich nehme an, dass er ihn in seinen Gemächern zurückgelassen hat. Als er getötet wurde, haben die Beamten des Ministeriums den Zauberstab einfach nie abgeholt. Meine Vermutung ist also, dass er sich im Herrenhaus der Malfoys befindet, wo Voldemort während der Ereignisse in Harry Potter gelebt hat. Wir wissen, dass Draco Malfoy weiterhin die Familiensammlung dunkler Artefakte pflegte, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Ich wette, dass Voldemorts Zauberstab das wertvollste Stück dieser Sammlung ist. Ich kann mir auch vorstellen, wie er in einer Glasvitrine sitzt, umgeben vom Echo der Verwüstung. Er spukt dort immer noch bis zum heutigen Tag, in der Hoffnung, dass sein Herr ihm sein Versagen verzeiht und ihn wieder zum Einsatz bringt. Also, um nochmal ein kleines Fazit zu treffen. Die Gründe, warum Voldemort seinen alten Zauberstab hasste. Nummer 1. Priori Incantatem beim Friedhof. Beim Duell mit Harry auf dem Friedhof in Harry Potter und der Feuerkelch kommt es zu einem Priori Incantatem, einer magischen Manifestation zwischen zwei Zauberstäben mit demselben Kern. Dies führt zu einem Konflikt der Kräfte und verursacht, dass die Geister der vorherigen Zaubersprüche aus dem Zauberstab entweichen. Dieses Ereignis zeigt Voldemorts Schwäche und macht ihn wütend. Nummer 2. Verbindung zum Elderstab. Voldemort glaubt fälschlicherweise, dass der Elderstab ihm ultimative Macht verleihen würde. Als er entdeckt, dass der Stab nicht gehorcht und Harry ihn kontrolliert, wird er enttäuscht und frustriert über die vermeintlich unzureichende Macht des Stabs. Nummer 3. Versagen gegen Dumbledore. Aufgrund seines alten Zauberstabes scheitert Voldemort gegen Dumbledore im Atrium des Zaubereiministeriums. Oder ist es einfach nur, weil Dumbledore der mächtige Zauberer ist? Dieses Versagen beeinträchtigt auf jeden Fall seinen Stolz und führt zu seiner Frustration gegenüber seinem Zauberstab, der ihn schon mehrfach im Stich gelassen hat. Das Scheitern gegenüber dem jungen Zauberer Harry verstärkt seine Abneigung gegenüber seinem ursprünglichen Zauberstab. Insgesamt betrachtet Voldemort seinen alten Zauberstab als Symbol seines Scheiterns und seiner Unfähigkeit, die ersehnte ultimative Macht zu erlangen, und deswegen hasste er ihn. Und das war's mit dem Video darüber, warum Voldemort seinen ursprünglichen Zauberstab verachtete und was meiner Meinung nach seinem Tod mit ihm passiert ist. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.